Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 10283 aus dem Hause Lego, richtig? Ja, 2021 auf den Markt gekommen, bestehend aus gute 2300 Teilen, das Space Shuttle Discovery. Genau so ist es, 180 Euro Liste, ein Fest. Gucken wir doch mal, oder? Genau. Es ist barbarisch heiß. Ich sag's gleich, ihr könnt mir hier beim Zerfließen jetzt zuschauen. Mal gucken, wie lange das gut geht. Aber ihr habt es ja vielleicht auch schnuggelig. Ich glaube, ich muss den alten Laden mal mit einer Klimaanlage ausstatten. Genau so ist es. Ich glaube, die 3 Tage im Jahr schaffen wir ohne. Das ist die Box, klassische 18er Box. Ein nettes Foto drauf, kleinliches und so. Alles, was man braucht. Hier hinten, ui, da ist die kleine, genau. Die Abenteuerrückseite, nichts, von dem man sich fürchten müsste. Bilder. Hier unten ein paar nette Missionsbilder und so. Glitzer. Nichts wahnsinnig Spannendes dabei. Wir haben Ersatzteile, selbstverständlich. Jedes 1x1-Teilchen ist dabei, plus ein wertvoller Teiletrenner. Wir haben, jetzt kann ich hier schon mal ein bisschen Platz machen, wir haben eine Anleitung. Die Anleitung wirft eigentlich keine Fragen auf, aber mal kurz mal vor die Erdbändchen gestellt, ihr schafft das. Wieder eine Enzyklopädie hier reingehauen. Ja, ist jetzt so. Das ist jetzt hier der klassische UCS-Aufkleber. Ich hoffe ja, seit dem Ferrari-Video, wir haben ja drüber gesprochen, dass sich das erledigt hat, vielleicht mit den billigen Aufklebern auf den sauteuren Set-Schildern hier. Ja, ich hoffe, das wird Lego irgendwann mal, dass die Preise steigen bei Lego wie verrückt. Ich hoffe, irgendwann ziehen sie auch mit ihren Bemühungen nach und sowas muss ich nicht mehr sehen. Es ist ein älteres Set als der Ferrari. Bei allen neueren Sets haben wir jetzt natürlich den Ferrari als Standard. Das ist ein 400-Euro-Set, aber selbst die 800-Euro Star Wars-Sets sind nicht bedruckt. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt durchsetzt. Es wäre wirklich an der Zeit. Die Konkurrenz macht es schon seit Jahren. Das ist nochmal der zweite. Da gilt natürlich das Gleiche. Und das sind dann nochmal Aufkleber, die wirklich bitter sind, dass das Aufkleber sind. Das hier ist jetzt Spiegelfolie. Die wird an die Innenseite der Cargo Bay gebatscht. Ja, ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ich hoffe, ihr müsst das nicht machen. Die hätten natürlich vorangebracht gehört. Dass man das vielleicht nicht, das ist ja kein Druck, sowas, also das Spiegeldruck, das muss maschinell vorangebracht werden, so wie es ja Lego macht, bei anderen Sets. Von Mario zum Beispiel, da sind diese Scan-Codes vorangebracht, das hätte hier natürlich auch der Fall sein müssen. Das ist eine Strafarbeit. Genau, also das haben wir erledigt, hier dann die kleinen Dinger und wir sind bei der Anleitung. Anleitung, ja, auf schwarz alles, das Ding. Nur mal so, damit ihr einen Eindruck bekommt, wenn ich später drüber spreche und ihr denkt, was will der alte Mann? So sieht das Ding von innen aus. Und das Azurzeug deckt schon ein bisschen was vom Elend ab. Anleitung wirft keine Fragen auf. Es sind viele Teile, 2300 bisschen. Es sind über 100 Teile in Oliv da drin. Wir sind ein bisschen Schlimmeres gewohnt von Lego. Aber ich erwähne es immer mal wieder. Und es gibt Winkel, aus denen man das auch sieht. Das ist besonders bitter, dass sie nicht wenigstens an den Stellen das weggelassen haben. Und ansonsten frage ich mich, also wer die Spiegelfolie anbringen kann, der kann auch mit weiß und schwarzen Teilen umgehen und ohne diese billigen Hilfsfarben arbeiten. Es ist halt wieder nicht stringent. Weißt du? Würde ja Lego sagen, unsere Kunden sind alle dumm, die brauchen die Farben. Dann würde ich ja sagen, gut, wenn das eure Meinung von euren Kunden ist, dann ist es bitter, aber eure Firma. Aber anscheinend halten sie euch nicht für dumm, weil wie gesagt, wer das anbringen kann. Und dann machen sie es, es ergibt einfach keinen Sinn vorne und hinten und es ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Es schränkt den Spaß am Bauvergnügen massiv ein. Und dann dazu, das Endergebnis ist sehr hübsch. Ja? Es gibt vielleicht ein, zwei Ecken, die mir persönlich nicht gefallen, aber ist egal, aber da kann man konstruktiv nichts sagen. Schön gebaut, ist alles ganz nett. Und dann hat man so ein Elend beim Bau. Es ist wirklich einfach schade. Es ist wirklich schade. Es tut mir leid fürs Modell, weil es wesentlich hätte besser sein können. Wie gesagt, hier kommen die Aufkleber drauf. Auch, das ist auch eine Schande für das Ding. Das hier ist dafür da, um den Dicken da drauf schweben zu lassen. Das machen wir auch gleich. Hier unten seht ihr auch nochmal ein bisschen blau. Auch komplett unnötig, aber es ist dran. Und die sind da dran. Da macht man die ab, da macht man die dran. Wozu auch immer. Also, großartig, aber wozu ich euch das zeigen soll, weiß ich nicht genau. Wir fangen mal an mit dem dicken Rohr. Das haben wir hier als Hubble-Teleskop. Und das ist, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Gut, ich meine, wie gesagt, man kann es nicht vergleichen, es ist der vierfache Preis. Aber
Also halt so. Also andersrum, aber egal. Ihr wisst Bescheid, ja. Das sind natürlich Fliesen bedruckt. Bei Kobi gibt es natürlich sowas mit Aufkleber nicht. Ja, also das haben wir hier. Das sind die Folien. Deswegen konnte ich euch auch die Anleitung zeigen, weil die Aufkleber mit der... Ich zerfließe hier wirklich, sorry. Die Anleitung mit den Aufklebern ist verschweißt. Und eigentlich lasse ich das ja immer so. Aber jetzt konnte ich euch die Anleitung zeigen, weil die Dinger auch drin waren. Deswegen habe ich es aufgerissen und habe die hier angebracht und dann passt das. Das hier, ich nehme sie jetzt schon mal, obwohl es sieht später schöner aus, wenn sie dran sind. Ach, ich lasse mal dran. Komm, warum eigentlich nicht? Die gageln ein bisschen, ja, aber das ist klar, die soll man einstellen können, die soll man ja auch klappen können und so, ne? Vollkommen klar. Das hier unten ist auch ein Sockel. Der ist sogar mal komplett schwarz, der ist fast so gut wie die von Kobi. Hm, ganz fein. Und dann haben wir hier das Ding. Da ist die Klappe offen, kann man reingucken. Man kann die Klappe aber auch zumachen. Und jetzt seht ihr Special-Teile ohne Ende. Das ist alles Metallic. Metallic. Metallic 2x4 Fliese. Uiuiui. Hier auch die Kurven. Alles Metallic. Alles Metallic Slopes. Metallic. Alles Metallic. Jetzt wisst ihr, wie bitter das mit dem DeLorean ist, oder? Ihr merkt das langsam. Ihr merkt das langsam. Es wäre sogar Flat Silver wäre besser gewesen, als den Mist, den Lego gemacht hat. Aber stellt euch mal vor, der DeLorean hätte diese Farbe gehabt. Oh mein Gott, da wäre was los gewesen, oder? Das sieht schon gut aus. Hier ist sogar ein bisschen was von dem gelben Zeug gut. Es ist wahnsinnig viel Gelb auch in dem Ding verbaut. Ah, das macht keinen Spaß, aber so ist es. Also auf jeden Fall, das ist das. Wir sehen hier den Print natürlich drauf. Sehr schön, wunderbarer Print, macht richtig Spaß. Wir haben auf den Metallic-Teilen die üblichen Geschichten drauf. Das ist ein paar sind tatsächlich leicht angeschrammt. Was soll's. Und wir haben natürlich so ein bisschen diese Gussform drauf. Die kennt ihr auch von den Kobi-Teilen, wenn die Metallic machen. Die haben da auch immer so Schlieren drauf. Hat Lego genauso. Ist jetzt kein großes Problem. Es sind ein paar nette Teilchen noch dabei. Eine kleine Peitsche, warum auch nicht. Und ihr könnt, Moment, muss ich jetzt mal hier rausknobeln. Das hier rausknobeln, da sind auch nochmal Konsolen dran. Und da drin könnt ihr reinschauen. Da seht ihr auch gleich, dass da drin rot natürlich am Start ist, weil sonst könnte man es nicht bauen, weil man ja zu doof ist, weil man Lego-Kunde ist. Da ist blau drin, da ist gelb drin, alles was man braucht. Also Lego hält euch für doof, ich nicht. Ich glaube, ihr seid super schlau. So, das ist jetzt die Sache. Und jetzt haben wir hier diese beiden Andockpunkte. Ich habe solche. Ach, wollen wir es nochmal messen vorher? Ach komm, wir messen es doch nochmal vorher. Ich will mir zwar jede Bewegung hier eigentlich ersparen gerade, aber das sind ja hier Profis. 19 cm, 17 cm. Gut, das kann man ja nicht messen. 7 cm. Oschi hat 43. Na, oben geht es ein bisschen weiter. 55 cm, jetzt mal hier so 26 cm in der Breite. Was machen wir hier mal? Machen wir mal so? 36, 37 cm. Das ist eine ordentliche Größe. Wir hatten ja auch früher schon 10213, 10231, aber noch mit den Raketen dabei. Das ist jetzt hier nicht dabei. Passt zum aktuellen Lego-Stil besser, sowas auf so ein Display zu stellen, als das mit den Raketen. Fand ich damals auch cool, aber es geht hier viel mehr rein und es ist viel teurer jetzt, das Set. Und das passt. Die 180 Euro generell in der aktuellen Lego-Welt ist das fast ein guter Kurs. Die Aufkleber sind in der Preisklasse natürlich sehr, sehr bitter. Aber wenn man es vergleicht, gut, die Saturn 5, die wir hatten, 21.309, 120 Euro Liste, 1969 Teile, alles bedruckt, viel mehr. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Sache. Sind halt 50% mehr im Preis. Was willst du machen? So, jetzt haben wir das, genau. Und wir können jetzt hier, nur damit ihr schon mal gesehen habt, was ich dann später mache, man kann die hier rausziehen. Das wird reingestellt und dann schnappen wir uns hier die Dinger und machen hier diese Klammern rein. Das ist so vorgesehen. Ja? Ich mache das jetzt schon mal, damit es erledigt ist. Und später gehen wir da nochmal dran, zeige ich euch nochmal, was wir für Abenteuer leben können. So, und damit sind wir beim Space Shuttle. Ja, ich habe mir auch was Blaues angezogen heute. Ja. Wäre temperaturtechnisch vielleicht jetzt hier weiß oder schwarz besser gewesen, aber ich wollte einen Kontrast haben und ich versuche mitzudenken. Space Shuttle. Prinzipiell ja eine coole Sache. Ich habe ja, ihr habt mir vielleicht bei Instagram gesehen, ich war ja in Texas dort und auch in Florida. Ist einfach großartig. Rein. Und ich meine, es ist wunderbar. Also in der Nähe von einem Space Shuttle zu sein, ist schon eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Fällt mir halt echt ganz wenig zu ein. Und hier oben das Blau und Gelb tatsächlich, das lasse ich mir einreden, weil das die Orientierung ist,
damit ihr, dass ihr hier unten diese beiden da trefft. Das ist die Sache, dass ihr, ah, die beiden und dann da rein, dann passt das. Weißt du, die beiden, die sehen auch ganz putzig da aus. Das ist einfach nur Willkür. So, und dann haben wir hier ein Space Shuttle. Und da kann man natürlich, hui, viel Spaß mit haben. Ne? Vollkommen klar. Sofort fallen Prints auf. Print. Das hier ist ein bisschen, das soll ja sehr technisch aussehen. Immerhin keine roten Pins oder blaue. Ja, man muss sich über Dinge freuen. Das passt schon. Weiß, das Weiß hier passt natürlich nicht wirklich dazu. Ich sehe mal, dass das gut aussieht hier. Das Weiß passt nicht wirklich, das ist zu kalt. Aber besser noch als was anderes, was ich euch noch zeige. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera. Hier oben dann ist auch Prints drauf, die sind exklusiv. Die United States Geschichten sind natürlich drauf auf den großen Bricks. Das ist sehr schön. USA nochmal, Stars and Stripes natürlich überall. Und jetzt muss ich mal gucken, jetzt die Frage, was mein Weißabgleich macht. Die NASA Discovery Fliese hier, die da. Weiß nicht, ob ihr das schon seht, aber die ist alles, aber nicht weiß. Die ist gelb. Weiß nicht, in welchem Winkel ihr das am besten seht, aber glaubt's mir, die ist nicht weiß. Und zwar gar nicht. Wenn ihr mal bei mir seid am Laden, bin ja demnächst, ist ja wieder geöffnet, Anfang Juli, könnt ihr das mal angucken. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also gut, das ist hellgelb im besten Fall. Jetzt habe ich mich hier gegen den Tisch gelehnt, es war fast klug. Also auf jeden Fall, das ist ein bisschen unschön, was die Weißqualität angeht. Aber der Rest ist eigentlich tatsächlich gut, vor allem hier oben die großen Cargo-Geschichten. Habe ich euch ja schon von den Jago-Sets auf jeden Fall gezeigt. Wir können das selbstverständlich aufklappen. Und hier auf der Innenseite beginnt die Strafarbeit, dass ihr die Spiegelfolien alle anbringt. Ja, wie gesagt, das kann man keinem empfehlen. Also wirklich nicht. Da drin gleich Highlight sind die weißen Technik-Konnektoren hier unten. Die gibt es in letzter Zeit ein bisschen häufiger, aber auch erst seit ein, zwei Jahren am Markt. Diese Technik-Konnektoren werden noch relativ teuer gehandelt. Ist natürlich bitter, dass sie sonst nie vorgekommen sind. Gar keine Frage. Genau, klappen wir nochmal zu. Zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen weiter. Man kann hier das Dach abnehmen, könnt ihr runterschauen. Da geht's, da ist nochmal hier ein paar Konsolen. Das sind Prints. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Prints sind. Das ist sehr, sehr schön. Da unten ist nochmal ein Sitzplatz. Hier sind auch nochmal Sitzplätze, auch nochmal mit Konsolen. Ja, schön. Ein bisschen detailreich. Macht Gaudi. Wirkt nicht billig. Schöne Sache. Söhrchen. Dann einmal die Unterseite. Ich meine, das hier brauche ich nicht sagen, oder? Also, naja. Also, die Unterseite, schöne große Platten. 6x12 Platten in Schwarz sind auch dabei. Immer was Feines, sind wir auf jeden Fall immer dabei und freuen uns. Dann gucken wir nochmal, gehen wir nochmal rum. Schauen wir nochmal, was hier so los ist. Große, das ist Dark Pearl Grey. Da stehe ich immer drauf. Ja, hier oben. Also, wir sind, der alte Spruch, mehr Funktion als ein Technikmodell trifft hier schon wieder massiv zu. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das sind wir uns eh einig. Ich glaube von Anfang an. Der Bau an sich außenrum macht tatsächlich Spaß. Hier oben, das kann man per Hand noch verstellen, wenn man möchte. Der Bau ist eigentlich witzig. Also hätten wir die Farbseuche nicht, die man dann auch noch sieht hier und da durch die Spalten, ja, wo man reinguckt. Es ergibt keinen Sinn, warum man das den Kunden antut. Weder beim Bau noch später beim... Das ist ein Displaymodell. Da sieht man keine Fehlfarben, wenn man zu doof ist, ohne Fehlfarben beim Bau klarzukommen. Das ist einfach mistig. So, aber jetzt passt mal auf. Hier. Obacht. Ja. Und schon kann man Stau spielen. Alles dabei. Finde ich schön. Schöner Mechanismus. Kann man hier auch wieder wegklappen. Und die hep, hep. Und dann drückt man hier wieder drauf. Ab geht er. Seid genauso begeistert wie ich. Ich sehe es ganz genau. Hervorragend. Hier an der Seite gefallen mir. Das ist auch so ein Punkt. Stellt euch mal vor. Bin zu doof. Stellt euch mal vor, die beiden Achsen wären rot oder blau. Dann willkommen in der Technikwelt. Dort wäre das so. Und das sähe einfach nach absoluter Grütze aus. Und genauso muss man sich das vorstellen. So hat das zu sein. Schöne weiße Achsen. An der Stelle, wo es drumherum auch weiß ist. Das ergibt Sinn. Pass mal auf. Wir klappen jetzt nochmal die Cargo Bay auf. Wir werfen noch mal kurz einen unauffälligen Blick hinein. Hier haben wir hier diesen Gagelarm. Den kann man einfach nehmen. Der ist quasi für nichts zuständig. Das ist reine Optikgeschichte. Der hat keine Kraft für irgendwas. Der ist einfach nur da. Hier oben das Metallic übrigens. Ja, diese kleinen Spiegelchen hier. Metallic. Super. Und jetzt schnappe ich mir dieses Ding hier und setze es mal hier rein. Und jetzt ist es hier befestigt. Ja. Und jetzt das Teleskopchen genommen. Hier ist die Aussparung. Und ich drehe es mal um, weil die sehen von der Seite cooler aus.
Und da kommt der Moppel und wandert da drauf. Und jetzt tun wir so, als wäre dieser Arm hier dran. Und dann schwebt quasi das Teleskop an dem Arm. Und eigentlich kommen jetzt hier noch die Flügel ab und jetzt kommt dieses Gestänge hier dran und dann geht es ja auf und rollt sich auf oder was auch immer hier die Dinge. Aber Schwamm drüber. Sieht ja viel cooler aus so. Und das kann man dann noch so stellen, wenn man jetzt auch noch hier die Folie sehen möchte mehr, dass das irgendwie cool aussieht, wenn man mag. Und dann kann man es natürlich auch noch schnappen und weg und weg und weg. Und nicht kaputt machen. Ah, habe ich auf die Stabilität hingewiesen? Das Ding ist ziemlich stabil. Ihr seht ja auch, wie ich es hantiere. Das ist wirklich schön. So, hingepflanzt, die Dinger gerade gedrückt. Was sagt ihr? Hat eine gewisse Mächtigkeit, finde ich. Ja, absolut. Kann man machen. Kann man Dinge auch, denke ich, hier drin ist auch nochmal eine Fliese, eine 1x2-Fliese mit der amerikanischen Flagge, auch sehr schön. Und dann hat es was. Man sucht sich dann, wie gesagt, seinen Winkel aus, dass man halt das Elend nicht sieht. Und dann ist man happy damit. Und das finde ich dann gut. Also das Endergebnis gefällt mir tatsächlich. Die große gelbe Fliese hier ist, also vergilbte Fliese, ist wirklich traurig. Das hier ist sehr traurig. Die Spiegelfolie, wie gesagt, gehört vorinstalliert. Wenn sie schon als Aufkleber gelöst wird, muss die im Werk angebracht werden, weil das sauber hinzukriegen ohne Luft und ohne Krümel ist einfach eine Fuddelei ohne Ende. Ich hätte keinen Bock drauf. Das dicke Hubble-Teleskop ist eine schöne Sache. Und da ist vor allem mein Highlight die vielen Metallic-Teile. Die machen für mich den Spaß aus. Ja? Das ist keine Frage. Und wie gesagt, Mächtigkeit hier 50 Euro gegen 180. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Alle Proportionen funktionieren natürlich an dem Lego-Set wesentlich besser. Also das ist jetzt nicht so überraschend, oder? Es gibt ja immer so, ja, also das Set für 5.000 Euro gefällt mir schon besser als das für 12. Captain Obvious. So, aber das ist ja okay. Jeder hat ja sein Ding und jeder, der möchte und wer zu viel Geld hat, greift logischerweise zum ausgefeilteren Modell hier. Und investiert nochmal einen Fünfer in die richtigen Teilefarben. Und dann habt ihr auch alle Ärgernisse weg, die man von außen sieht. 2-3 Pins noch getauscht, die hier blau sind. Und dann ist das Ding wirklich schön, weil die Konstruktion macht Spaß. Und die Funktionen sind gut. Also das ist echt alles fein. Und es ist stabil. Es ist wirklich stabil und auch gut im Handling. Auf jeden Fall, so ist es. Ja, ihr wolltet es lange, lange, lange sehen. Ich hoffe, ihr habt Freude dran gehabt. Im Zweifelsfall habt ihr es ja schon. Oder ihr konntet jetzt einfach mal einen netten Blick drauf werfen. So oder so. Achso, natürlich könnt ihr auch das Teleskop hier unten drin versenken und zumachen. Ja, das geht natürlich auch. Aber ich wüsste nicht, wer das da reinpackt und zumacht und stehen lässt. Weil ich glaube, wenn, dann packst du es doch hier auf diesen lustigen kleinen Sockel. Dafür haben sie noch dazu gepackt, oder? Seht ihr auch. Sind wir einer Meinung? Ein Träumchen ist es. So, ein Fest. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ich glaube, da wird es auch noch so heiß sein. Deswegen genießt die Zeit. Gebt auf euch Acht, nicht in die Sonne zu lang raus, das ist gar keine gute Sache. Habt auf jeden Fall nette Menschen um euch, das ist ganz, ganz wichtig und bis bald.